Hallo Freunde, herzlich willkommen. Ich möchte euch heute eine Musterpartie zeigen. Und zwar aus weißer Sicht gegen die französische Verteidigung. Und wir spielen den Zug Läufer D3. Der ist ganz interessant. Nämlich Weiß hat ja eigentlich diese vier Hauptzüge. Vorstoßvariante, Abtauschvariante oder Springer C3 oder Springer D2. Das sind so die hauptgängigen Züge. Dieses Läufer D3 ist etwas unbekannter, aber durchaus mit einigem Gift versehen. Und die Idee ist, ja, die wir im Grunde in der Partie jetzt gleich sehen werden. Der Hauptzug für Schwarz ist ja sicherlich auf E4 schlagen. Das wird so die Hauptvariante sein. Aber viele Schwarzspieler sind es natürlich auch gewohnt, diese französischen Strukturen mit diesen Bauernketten einfach zu spielen. Ja? Sprich nach Springer F6, E5, Springer D7 und dann mit C5 und Springer C6 auf diesen D4 anzugreifen und ja, diverse Bauernketten, dann Kampf auf D4 und so weiter und so fort. Und das kommt verhältnismäßig oft vor, hat aber gegen diese Läufer D3 konkreten Nachteil, nämlich dass der Weiße sich hier mit dem Springer auf B1 noch gar nicht entschieden hatte. Das heißt, er ist noch flexibel für C2, C3 und kann aber auch noch alles andere auch noch spielen. Und jetzt muss man nur überlegen, spiele ich mit Weiß jetzt auch so eine Bauernkette, sprich mit F2, F4 kommt ja sehr häufig vor auch. Und meine persönliche Erfahrung ist einfach, dass dieses F2, F4 doch sehr riskant ist. Denn ich mache ihn mal. Und zwar, dieser Bauer kann, ja, wenn der einfach stehen bleibt und ich komme nicht zu F4, F5, dann verschließe ich meinem Läufer C1 natürlich so ein bisschen in den Weg hier raus, ja, in die Freiheit. Und das Risiko, dass der weiß, schwarzfeldrige Läufer einfach schwach und schlecht bleibt hinter seiner Kette, ja, wir haben es schon öfter mal erlebt. Ne? Deswegen bin ich eigentlich eher so ein Fan davon, für Weiß auf Figurenspiel zu setzen, nämlich mit Springer F3. Und nach C5, C3, die zur Bauernkette aufrechterhalten, Springer C6, 0-0. Und ja, jetzt sehen wir, das sieht alles noch nach einer sehr natürlichen, normalen Stellung aus. Typische französische Bauernstruktur. Ja? Und Schwarz hat hier sicherlich auch noch einige Möglichkeiten, wie zum Beispiel C-D4, Läufer E7 oder F7, F6. Ein sehr typischer und häufiger französischer Zug ist aber auch der Zug Dame B6. Und der ist einfach, nicht so gut oder ja, eigentlich sogar schon fast so ein bisschen schlecht. Und zwar aus dem Grund, den wir hier in der Partie schauen. Und wir hatten, ich hatte da schon mal so ein ähnliches Video zugemacht. Es geht hier bei, gerade in der französischen Verteidigung, gerade wenn Weiß hier so einen Bauern auf E5 hat, ja, mit diesem Raumvorteil, dieser Speerspitze. Da geht es einfach sehr häufig um diesen Raumvorteil. Ja, kann Weiß das irgendwie ausnutzen, ausbauen und so weiter. Und der Zug Dame B6 ist aus folgendem jetzt kommenden Grund nicht so gut. Und der liegt einfach in D-C begründet. Und ich mache mir mit Weiß dieses Feld für meine Figuren, hauptsächlich natürlich für meinen Springer frei. Ja. Und öffne so ein bisschen die Stellung. Und die Idee davon ist, jetzt ist der E5 angegriffen, den muss ich natürlich verteidigen. So, und jetzt geht es halt darum, diesen E5 als Speerspitze, als Rambock, wie auch immer man das formulieren möchte, und dahinter mit einem sehr, sehr aktiven und Figurenspiel zu hantieren. Und ja, wenn man jetzt mit Schwarz vielleicht gar nicht so genau aufpasst, kann es doch sehr schnell passieren, dass man hier aus Versehen zum Beispiel Rochade macht. Und jetzt wird der geübte Schachspieler vielleicht schon, ja, wenn er die Stellung natürlich auch gar nicht kennt, aber nichtsdestotrotz, einfach ihm fällt ins Auge, oh, ein Läufer auf D3, ein Springer auf F3, ein Bauern auf E5 und eine Dame, die potenziell auch nach H5 kann. Und wenn man diese vier Faktoren quasi schon mal vor sich hat, dann ist hoffentlich dieser Grundgedanke und dass das hier schon so trainiert ist, dass hier dieses sogenannte griechische Gift, das Läuferopfer auf H7, dieses berühmte, ja, zumal dieser Läufer hier auf C5 natürlich auch das Feld G5 nicht kontrolliert, ja,
Und dann ist Läufer schlecht H7 hier schon immer eine sehr ernstzunehmende Alternative, weil der schwarze König gejagt wird. Und nur als Beispiel jetzt, wenn der zurückgeht, dass Dame H5 kommen kann, einfach mit der Idee hier auf H7 matt setzen. Und wir sehen, dieser Bauer E5 hat seine Berechtigung, dass so ein Zug wie Springer F6 jetzt als Verteidigungszug nicht möglich ist. Und ja, nur als ein Beispiel mal, nach Turm D8 kommt der uns bekannte Mechanismus mit Dame F7, um den Bauern von der siebten Reihe zu entfernen. Und das haben wir sicherlich alle schon mal gesehen und schon hoffentlich irgendwie hunderte Mal nachgespielt. Ja. Dieser Mechanismus ist dann relativ immer ähnlich. Da könnten wir den einen oder anderen schnellen Sieg erringen, wenn Schwarz hier die kurze Rochade macht. Hier in der Partie hat er natürlich einen anderen Zug gemacht. H7, H6. Damit ist ja das Feld G5 unter Kontrolle. Und das Läuferopfer auf H7 erstmal verhindert. Das heißt, wir müssen mit Weiß jetzt ganz normal weiterspielen. Und ja, dieser Plan grundsätzlich liegt natürlich hier auf den schwarzen Feldern. Wir haben hier diesen Bauern, der hier schwarze Felder kontrolliert. Wir haben Potenzial für unseren Läufer, irgendwann mal hier vielleicht auf den schwarzen Feldern zu operieren. Wir könnten aber auch erst die Figur, damit der Springer über B3 nach D4 mal aktiv werden kann. Schwarz spielt G7, G5 mit der konkreten Drohung G5, G4 und dann ist der E5-Bauer weg. Und hier sehen wir wieder, dass wieder dieses langfristige strategische Denken von Weiß gegen dieses kurzfristige von Schwarz steht. Ja, Schwarz macht wieder mit kurzfristigen Sachen, versucht Bauern zu binden. Ne? Für Blitz, Bullet und sonstige Geschichten natürlich auch völlig in Ordnung. Ja? Bei Turnierpartien etwas schwieriger. Weiß spielt B4, greift diesen Läufer an und kontrolliert damit vor allem auch schon wieder mehr schwarze Felder. Und B4, B5, das ist der zweite Teil des Planes mit B4 gewesen, greift einfach den C6 an, der wird vertrieben und damit wird der Druck auf den E5 gemindert. Und ja, dann kommen die Figuren raus und jetzt sehen wir schon, jetzt haben wir schon so einen ersten kleinen Eindruck. Diese Bauern E5 und B5, die blockieren doch sehr, sehr stark die schwarzen Leichtfiguren. Ja, der Läufer auf C8 ist traditionell sehr, sehr schlecht in dieser Struktur, weil er hinter den Bauern steht. Aber auch alle anderen Leichtfiguren von Schwarz haben echt Schwierigkeiten, sinnvolle Felder zu finden. Und ja, daran leidet natürlich der Schwarze mit seinem Raumnachteil noch dabei. Läufer G7 greift den E5 nochmal an. Aber ich verhindere jetzt mit H3 einfach das G5, G4 und damit ist der E5 zuverlässig gedeckt. Schwarz greift den nochmal an und jetzt muss ich mich mit Weiß entscheiden. Der E5 ist angegriffen und der C3 ist angegriffen. Und jetzt muss ich natürlich bewerten, welcher dieser Bauern ist für mich in der Qualität mehr wert. Und dann werden wir hoffentlich darauf kommen, dass dieser E5 natürlich viel mehr wert ist. Weil er einfach diesen Raumvorteil, ne, diese Speerspitze ist. Dazu kommt natürlich, dass es sehr, sehr riskant erscheint für Schwarz, überhaupt nur daran zu denken, diesen Bauern hier vielleicht zu schlagen. Denn nach Läufer A3 hat Weiß die Türme verbunden. Ja, der Läufer steht auf A3 sowieso super, ja, Richtung D6 vielleicht mal. Der Turm nach A, nach C1 kann mit Tempo auf die Dame kommen. Durch dieses Öffnen, durch dieses Bauernopfer und Öffnen der C-Linie würde Schwarz quasi nur dem Weißen helfen, seine Figuren noch weiter zu aktivieren und immer mit Tempo. Ja. Das ist aus praktischer Sicht super, super riskant. Schwarz versucht hier jetzt stattdessen mit A7, A5 zu spielen. Vielleicht A5, A4 noch zu spielen und den Weißen an A2, A4 zu hindern. Der Plan A5, A4 ist vielleicht gar nicht mal so klar, weil der Springer ja sowieso nach D4 will eigentlich. Von daher, ja, kann man machen, aber muss man nicht. Wichtig ist jetzt, dass Weiß alle seine Figuren aktiviert. Und Läufer A3 war die letzte Leichtfigur, die noch nicht im Spiel war. Und dieser Läufer steht natürlich auf dieser Diagonalen hier grundsätzlich super. Das Feld E6 lacht nach dem Läufer quasi geradezu an. Ne?
greift die Dame an, deckt den E5 Bauern. Und dann haben wir aus einem eher passiv erscheinenden Läufer auf einmal einen sehr aktiven Läufer gemacht. Super. Und ja, vielleicht sollte, also Schwarz hat hier A5, A4 gespielt und diesen Springer angegriffen. Vielleicht wäre es noch möglich, oder vielleicht ne, mit B7, B6, sich einen Stützpunkt für eine Leichtfigur zu organisieren. Und wenn der Springer jetzt auf C5 stünde, wäre der Läufer A3 immerhin ausgesperrt. Das heißt, er müsste sich jetzt hier erstmal aktivieren. Und dann aktivieren wir unsere Leichtfiguren. Und jetzt sehen wir, wir haben mit Weiß ja gar nichts weniger. Und alle Figuren spielen mit. Der schwarze König steht in der Mitte, kann aber auch nicht wirklich rochieren, weil der Königsflügel ja geschwächt ist durch G5. Da würden dann wieder Hebel entstehen. Und zum Zweiten ist einfach das Weiß ja noch den Hebel mit C3, C4 hat, um die Stellung nochmal zu öffnen. Und solche Hebel hat Schwarz schon nicht mehr zur Verfügung, oder nicht wirklich, denn der Hebel F7, F6 öffnet ja nur die Mitte, wo die weißen Figuren auf einmal aktiv werden. Also, wie auch immer Schwarz hier spielt, er ist einfach in einer langfristig positionell passiven Stellung gelandet. Und nach A4 stellen wir erstmal den Läufer da rein, da steht er super, und den Springer nach D4, da steht er doch auch fantastisch, ne? Und wenn wir jetzt einfach nur vergleichen, der Springer D4 gegen den Läufer C8, da wissen wir, das ist langfristig einfach ganz, ganz unangenehm passiv schlecht für Schwarz. Er versucht mit dem Springer ein Feld zu finden, über G6 nach F4 zu kommen. Aber, ja, ob er dazu noch kommt, ja, Weiß hat natürlich alle Figuren aktiv draußen und kann jetzt versuchen, sich irgendwie eine Idee einfallen zu lassen, um die Initiative weiter auszubauen. Dass er hier zweifelsfrei etwas besser steht, glaube ich, ist klar. Und hier hatte Weiß den sehr schönen Plan B4, B5. Und das erscheint ja zuerst einmal nach einem Bauernopfer auszusehen, aber was ist die Idee davon? Das Feld B5 wird freigemacht für die weißen Leichtfiguren, den Springer oder den Läufer, je nachdem. Läufer C7 droht vielleicht auch nochmal, Springer B5. Und wenn Schwarz diesen hier nehmen würde, ja, würde er schon mit den ersten konkreten Drohungen zu kämpfen haben, dass der König jetzt da in der Mitte steht, eine Gabel droht auf C7. Und das kann man sich, glaube ich, ziemlich gut vorstellen, dass der Schwarze, die Türme sind nicht verbunden, der König ist in der Mitte. Und dass dieser eine Bauer gar nicht mal so sehr ins Gewicht fällt, da jetzt auch noch die B-Linie vielleicht aufgegangen ist, ja, und für die weißen Figuren. Das ist super riskant. Er hat es dann hier auch versucht, mit Läufer D7 seine Figuren zu entwickeln. Macht auch grundsätzlich Sinn. Und Weiß spielt Springer B5. Und jetzt möchte er auf C7 reingehen, was ja im Grunde schon ein halbes Matt hier erfolgt. Und Schwarz müsste die Dame opfern. Deswegen hat Schwarz hier diesen Springer geschlagen. Und jetzt sehen wir einfach, dass zwei sehr, sehr aktive, dominante Läufer. Und hier kann man hier wirklich von dem Vorteil des Läuferpaares sprechen, denn diese Läufer sind super aktiv in der gegnerischen Stellung drin. Springer D7, wehrt das Schach ab. Und ja, wir sehen, wir haben fast alle Figuren gut stehen, können jetzt aber noch einen weiteren Hebel ansetzen. Und damit die Mitte weiter öffnen, gegebenenfalls zumindest diese Drohung aufstellen. Und wir alle wissen ja, die Drohung ist immer stärker als die Ausführung. Der schwarze König kann einfach nicht rochieren. Weil in dem Augenblick, wenn er mal irgendwann rochieren würde, hat er natürlich das Problem, eventuell ist hier mal ein Hebel drin. Ne? Und wenn er nicht rochiert, ja, was soll er sonst machen? Ja? Er kann jetzt hier wieder den Bauern schlagen. Aber das stört Weiß eigentlich gar nicht. Denn durch diese Fesselungen, ja, die Linien gehen auf, Weiß hat so viel Druck für den Bauern und Schwarz hat überhaupt keinen einzigen sinnvollen, aktiven Zug. Und ja, hier muss es, das ist dann quasi das Zwischenprodukt sozusagen der Strategie von Weiß, dass Schwarz sich jetzt entscheiden muss,
welchen der Nachteile er in Kauf nimmt für den Rest der Partie. Und hier hat der Schwarze sich für die kurze Rochade entschieden. Und auch wenn der König hier, ja, immerhin, ja, die Springer sind nicht mehr gefesselt, zumindest der D7 nicht mehr, ja. Aber, und Weiß hatte hier eine etwas andere Idee. Ja. Wie gesagt, H4 ist immer mal möglich, überhaupt kein Problem. Er hatte hier die Idee, C4, C5 zu spielen. Und auf einmal tauchen da zwei verbundene Bauern am Damenflügel auf, die dann auch noch gedeckt sind. Und jetzt droht eventuell mal der Vorstoß C5, C6. Und dann hätte Weiß einen Freibauern sich gebildet. Ja. Unterstützt vom Läuferpaar ist das Umwandlungsfeld auch immer gedeckt. Puh, gar nicht so einfach. Ne? Und ja, Schwarz kann seine Figuren gar nicht so richtig ziehen. Und hat sich dann für Springer F5 entschieden, in der Hoffnung, vielleicht auf D6 schlagen zu können. Und er hat sich gedacht, dieser Läufer auf D6, der ist so dermaßen aktiv. Und mein Turm auf F8 war sowieso so passiv. Dann stelle ich ihm mal die Falle und lade ihn ein, meinen Turm zu schlagen. Und die Frage ist, würdet ihr den Turm schlagen oder würdet ihr vielleicht irgendwie versuchen, diesen Läufer am Brett zu halten oder was auch immer? Schaut mal kurz rein. Ich denke, das, was Weiß gemacht hat, war nachvollziehbar, nämlich diesen Läufer auf dem Brett zu halten. Grundsätzlich möchte ich hier diesen passiven Turm gar nicht haben. Ja. Jetzt würde dieser Läufer hier auf einmal aktiv werden. Ja. Und damit vielleicht würden diese beiden Bauern damit in Gefahr geraten. Ja. Und wofür? Ja, für eine Qualität? Da muss man immer abwägen. Ist die Aktivität meiner Figuren mehr wert als dieses reine Material? Und ich denke, wer so viel Druck hat in dieser Stellung, ja, dass der Gegner einfach überhaupt gar kein Gegenspiel hat, dann kann man durchaus auch auf Material verzichten und den Druck aufrechterhalten. Und deswegen hat Weiß hier Läufer C7 gespielt und Schwarz spielt Dame E7. Und ja, jetzt sehen wir natürlich, das Feld E7 ist eine der wenigen Rückzugsmöglichkeiten für den schwarzen Springer F5 gewesen. Als Vorteil für Schwarz wäre, dass der C5 jetzt angegriffen ist. Ne? Keine Frage. Aber Weiß kann das hier wunderbar ausnutzen. Er spielt G4 und vertreibt den Springer. Er hat ja jetzt nur ein Feld. Kann hier getauscht werden. So, und jetzt sehen wir, dass wir hier Zeit gewonnen haben, um uns um diesen Bauern C5 zu kümmern. Und zack, ziehen wir ihn vor. Und die Idee davon ist, unser B6 ist gedeckt durch den Läufer und wir entfernen quasi den B7-Bauern. Und dadurch entsteht ein Freibauern auf der B-Linie und der ist natürlich super gefährlich. Und Schwarz hat ja immer noch hier gar keine so richtigen Möglichkeiten, irgendwas Aktives zu machen. Und nach dem Schlagen Läufer schlecht C6 sehen wir, dass alle weißen Figuren diesen Bauern unterstützen werden. Und dann würde er sich hier auch irgendwann relativ schnell umwandeln. Ja, und dann hat Schwarz einfach keine Lust mehr gehabt. Ja, nachvollziehbar und verständlich. Er hat diese Partie aufgegeben. Ja, ihr seht, Weiß hat sehr, sehr schwarzfeldrig gespielt. Dieser Tausch auf C5, was die Bauernstruktur grundsätzlich verändert, ist ein sehr häufiges Motiv in der französischen Verteidigung, in diesen Bauernkettenstellungen. Einfach die Idee ist, diesen E5 als Speerspitze zu halten und dann die schwarzen Felder zu kontrollieren, ja, den Druck gegen den E5 wegzunehmen und alle seine Figuren kommen mehr oder weniger über natürliche Art und Weise irgendwie ins Spiel. Ja. Und ich habe noch nicht mal was weniger da. Ne? Das ist quasi ein Spiel auf ein Tor. So stellt sich der Weiße das in der Musterpartie natürlich entsprechend vor. Und hier aus dieser Partie von einem 2-5er gegen einen 2000er, okay, auch wenn der Spielstärkeunterschied natürlich deutlich war, diese Partie veranschaulicht auch sehr gut, wie sich Weiß das vorstellt und deswegen super geeignet als Musterpartie. Ja, ich hoffe, ihr konntet wieder was lernen und mitnehmen. Lasst mir wie immer ein Like da, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. In dem Sinne, euch alles Gute. Schön, dass du so viel Spaß hattest mit diesem Video. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das doch jetzt bitte nach. Ansonsten habe ich hier zwei Videovorschläge, die für dich sehr interessant sein können. Viel Spaß damit!